Hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Servus. Heute ein Podcast. Der Grund dafür ist, ich befinde mich in der wunderschönen Stadt Regensburg, meiner Geburts- und langjährigen Heimatstadt. Das Wetter ist fantastisch, blauer Himmel, strahlender Sonnenschein, vielleicht ein bisschen zu warm, aber an der Donau entlang kann man es ganz gut aushalten. Ich reiste gestern mit dem Auto an, es war eine etwas längere Reise. Der Grenzübertritt nach Deutschland war gar nicht spürbar, man saß nur an den Schildern, keine Kontrollen, überhaupt nichts. Der Verkehr dann war doch erheblich, auch einige Staus. Was mir so auffällt, es gibt ja angeblich auf den Autobahnen keine Geschwindigkeitsbegrenzung. Nun, das ist natürlich in der Realität nicht mehr so. Diese Behauptung, es gäbe keine Geschwindigkeitsbegrenzung, ist ja letztlich eine der Fallen, um die Leute hier abzuzocken. Man hat vielleicht auf dem gesamten Autobahnnetz, so empfinde ich es zumindest, noch 10 Kilometer ohne Geschwindigkeitsbegrenzung. Man hat dann zwischendurch mal wieder einen halben Kilometer ohne Geschwindigkeitsbegrenzung und die ändert dann abrupt mit einem Schild maximal 100, 50 Meter danach maximal 80 und 50 Meter danach darf man nur noch maximal 60 fahren. Man muss dermaßen runterbremsen, dass es schon fast nicht zu schaffen ist. Und weh, man schafft es nicht. Der Blitzer steht garantiert an der richtigen Stelle. Und zwei Wochen später hat man den Bußgeldbescheid im Briefkasten. Was mir hier auffiel auf der Autobahn ist, dass manche doch sich unheimlich frei fühlen. So fuhr ich links an einer Autobahnschlange vorbei. Und nachdem ich die überholt hatte, wollte ich mich wieder rechts einordnen. Ging aber nicht, weil schon von hinten rechts einer mit einem schweren weißen Fahrzeug kam und mich rechts überholte und noch empört unter seinem Schirmmützchen nahezu drohend zu mir herüber funkelte, nur um ihn dann 2 Kilometer weiter vorne wieder hinter Lastwagen herzockeln zu sehen. Auf der Autobahn fielen mir auch noch sehr, sehr unangenehme Schilder, große Bilder auf, und zwar eines davon, das zeigte, ich glaube mich richtig zu erinnern, einen jungen Mann in einem Rollstuhl und, da bin ich mir nicht mehr ganz sicher, eventuell sogar nur mit einem Bein. Und drunter stand, weil der andere ein Bier hatte. Also sinngemäß, ne? Da ist also ein Unfall passiert und weil der andere was getrunken hatte, verursachte derjenige wohl diesen Unfall mit dieser harten Konsequenz desjenigen, der da nun im Rollstuhl gezeigt wird. Nun ja, natürlich steht es außer Frage, Alkohol und Autofahren oder sonst irgendein Verkehrsmittel zu benutzen, welches man selbst führt, das passt natürlich nicht zusammen. Aber solche Bilder sind das Letzte, denn das ist eine derartig negative Assoziation, die hier hergestellt wird, dass sie nahezu solche Konsequenzen schon wieder provoziert. Da gibt es wunderbare Bücher zu diesen Themen, das Gesetz der Anziehung. Nur ein kleines Beispiel, das erinnert mich an eine Mutter, die ihr Kind immer wieder warnt, pass auf, geh vorsichtig die Treppe runter, damit du nicht stürzt. Und das sagt sie zu ihrem Kind so oft, bis das Kind dann die Treppe runterstürzt und die Mutter dann hinterher erklärt, siehst du, ich hab's dir ja gesagt, pass auf. Solche Dinge jedenfalls, davon halte ich gar nichts, von solchen Schildern und ähnlichen Maßnahmen, die sind sowas von negativ belegt und ziehen, wie gesagt, die Probleme erst richtig an. Da sollten sich die Werbefachleute, die sowas kreieren, vielleicht mal überlegen, ob es da nicht irgendwelche andere Möglichkeiten in affirmativer Form gäbe, so etwas zu gestalten. Ansonsten war ich erstaunt, dass ich doch auch hin und wieder in Fahrzeugen jemanden mit Maske fahren sah. Vermutlich will so jemand aber nur zeigen, dass er an uns alle denkt und alles tut, um die Verbreitung irgendwelcher Viren zu vermeiden. Da sollten wir vielleicht einfach dankbar sein. Nun gibt es ja viele, denen diese Lappen schon längst zum Hals raushängen, die wir uns da um Mund und Nase schnüren müssen. Und viele hoffen ja auch auf gravierende Änderungen in diesem Land. Ja, es spricht schon Verschiedenes dafür, dass Änderungen, möglicherweise auch gravierende Änderungen anstehen. Aber nach dem, was ich nun so beobachten durfte die letzten Tage, wird es ohne Hilfe von außen nicht möglich sein.
Die Maskenpflicht wird knallhart durchgesetzt. Die Leute spielen mit. Niemand bäumt sich dagegen auf. Die Virusgeschichte wird doch von vielen geglaubt. Und um auf den Titel Bezug zu nehmen, den vielleicht viele gar nicht so verstanden hatten, dieser Lappen oder der Lappen generell wird im Bayerischen als Hodern bezeichnet, also ein Hodern. Und diesen Hodern hängt man sich hier ins Gesicht. Und wenn man überlegt, dass der Lump ja auch irgendwas mit dem Lappen zu tun hat und es dann auch noch dieses Wort Hodderlump gibt, ja, dann bekommt es ja ganz neue Bedeutungen und Dimensionen, der Hodderlump. Also ich glaube, der größte Hodderlump in Bayern ist der Söder, der es schafft, dafür zu sorgen, dass sich die Leute alle den Hoddern ins Gesicht hängen. Also man hängt sich den Lumpen ins Gesicht. Und das Traurige ist, wir haben ja im Deutschen, oder unsere deutsche Sprache ist ja eine wunderbar deutliche Sprache. Offensichtlich wird die aber von vielen gar nicht mehr so gut verstanden. Was auch daran liegen dürfte, dass bei uns viele Anglizismen eingedrungen sind und ja auch sprachliche Gehirnwäschen erfolgten. Also wir haben ein schönes Wort, welches Schaufensterbummel heißt. Wer sagt das heute noch? Die Leute gehen shoppen oder machen Shopping. Wenn man sich entspannt, dann chillt man. Und hin und wieder bekomme ich E-Mails, in denen der Verfasser dann das englische Kürzel IMHO, also I-M-H-O, benutzt, was heißt In My Humble Opinion. Also da haben wir doch auch was Schönes, was dann einfach heißt, meiner Meinung nach, warum soll ich da mit meiner bescheidenen Meinung aufwarten, wenn ich eine andere habe. Dann hören wir gerade aus der Wirtschaft natürlich Boom, Doom, Benchmark, Performance, Facility Management, Asset Management, Shareholder, Venture Investments und was weiß ich noch alles. Ja, wo soll man denn hier noch klar in seiner eigenen Sprache denken können? Also es wundert mich nicht. Aber zurück zu der Klarheit unserer Sprache. Wir haben ein wunderbares Wort, welches beschreibt, wenn jemand nicht mehr geschäftsfähig ist und jemanden braucht, der sich um ihn kümmert, der ist dann entmündigt. Entmündigt, und früher sagte man auch, er braucht einen Vormund. Die Masken sind eine Entmündigung. Der Mund ist weg. Das ist absolut deutlich. Eine andere Bezeichnung, wenn man zum Wählen geht, gibt man seine Stimme ab. Und wenn man seine Stimme abgibt, hat man nachher nichts mehr zu sagen. Das reicht aber den Politikern nicht. Zusätzlich zur Abgabe der Stimme wird man heute auch noch mittels Maske entmündigt. Und die Leute spielen mit. Gut, viele müssen auch mitspielen. Ich war aber in einer Buchhandlung heute Vormittag, und hinter mir stand ein Kunde mittleren Alters, auch mit Maske, anders geht's ja nicht. Und der wies mich darauf hin, weil ich meine etwas locker unterm Kinn trug, dass es schon wichtig ist, die Masken richtig zu tragen. Woraufhin ich antwortete, ja, wissen Sie, ich habe jetzt auch vor ein paar Tagen einen Maschendrahtzaun um mein Grundstück gemacht, weil ich damit Mücken abfangen möchte. Ähnlich verhält es sich mit dieser Maske und dem Virus. Woraufhin er sich nicht äußerte, aber dennoch etwa 2 Minuten später, er feststellte, dass vorne an der Kasse ein Schild steht, 2 Meter Abstand halten, aber diese Striche, die da am Boden im Geschäft angebracht waren, wohl etwas weniger als 2 Meter waren. Also er hatte kein Maßband oder Meterstab dabei. Hätte er es gehabt, hätte er es wohl nachgemessen, denn auch darüber hat er sich beschwert. Naja, wie auch immer, wie wollen wir oder wie will man eine Änderung hinbekommen, wenn man auf viele solche Menschen trifft. Es ist also so, dass es hier Hodderlumpen gibt und andere, die mit Lumpen im Gesicht im Allesabgabeland durch die Gegend laufen. Denn dass es ein Allesabgabeland ist, ist klar, vielleicht jetzt noch nicht ganz, aber wenn das System erhalten bleibt, in Kürze schon, dann wird alles besteuert werden, was man sich nur vorstellen kann, was in irgendeiner Art und Weise zu besteuern ist. Wenn man im Ausland zum Beispiel darüber redet, dass es hier eine Hundesteuer gibt, dann fassen sich viele an den Kopf, die können sich das nicht vorstellen. Aber selbst Erbschaftssteuer ist noch nicht mal überall so
gängig, wie wir es hier gewohnt sind, und viele andere Arten von Steuern auch und Erhebungen und Strafmandate und was es bei uns eben so alles gibt. Es ist ja offensichtlich, dass es um nichts anderes geht, als alles aus den Leuten rauszupressen, was irgendwo rausgepresst werden kann. Das ist eine Konsequenz dieses bestehenden Parteiensystems, welches weg muss. Und wenn es nicht verschwindet, wird das Auspressen so lange weitergehen, bis allen Steuerzahlern hier das Wasser aus den Ohren tropft. Dafür ist man frei auf 10 Kilometer Autobahn. Aber alle, die meinen Kanal schon etwas länger verfolgen und sich auch sonst informieren oder mit offenen Augen durch die Welt gehen, die wissen ja, dass wir uns in einem Krieg befinden. Ob das nun Trump ist in den USA, der den tiefen Staat bekämpft, ob das Putin ist, der ihn selbst lange bekämpft hat und immer noch nicht ganz fertig ist mit dem Thema. Letztlich ist es ein Krieg, der hier abläuft, und zwar ein Krieg der Satanisten gegen die Schöpfung, gegen die Christen und damit gegen Gott. Diesen Krieg werden sie nicht gewinnen, auch wenn zwischendurch es immer wieder danach aussieht und man allergrößte Zweifel bekommen kann, gerade mit dieser Geschichte der ganzen Horderlumpen hier in Bayern. Warum wir aus meiner Sicht dieses ganze Theater um den Virus und auch ein paar andere Säue haben, die durchs Dorf getrieben worden sind und immer noch getrieben werden, beantworte ich in einem Video mit dem Titel Projekt Wahrheit. Es ist veröffentlicht worden am 2.7. Hören Sie da mal rein. Ich glaube, da sind noch ein paar interessante Zusammenhänge beschrieben. So, nun aber zum Bundesbankbericht. Der Präsident der Bundesbank hat sich auch geäußert in den letzten Tagen. Und zwar hat er die EU in der Krise als handlungsfähig beschrieben. Er bescheinigt also der EU in der Corona-Krise Handlungsfähigkeit. Ja gut, solange da Billionen neues Geld gedruckt wird, scheint in irgendeiner Form eine gewisse Handlungsfähigkeit zu existieren. Bundesbankbericht Juli 2020. Zur Konjunkturlage sagt die Bundesbank, dass sich die deutsche Wirtschaftsleistung im zweiten Vierteljahr infolge der Coronavirus-Pandemie noch erheblich stärker verringert haben sollte als schon im ersten Vierteljahr. Es zeichne sich damit der stärkste Rückgang des realen Bruttoinlandsprodukts seit Beginn der vom Statistischen Bundesamt für den Zeitraum ab dem Jahr 1970 veröffentlichten vierteljährlichen Zeitreihe. Auch hier wieder interessant die Wortwahl der Autoren in diesem Bericht, denn sie sagen, dieser Einbruch ist eine Folge der Coronavirus-Pandemie. Nun ja, da gibt es inzwischen viele Fachleute, nicht nur Ärzte und Biologen, sondern inzwischen auch Juristen, die sich ganz konkret und eingehend und intensiv mit diesem Thema beschäftigen. Laut Bundesbank blieb die wirtschaftliche Aktivität insgesamt von ihrem Vorkrisenstand noch weit entfernt, obwohl sich im Einzelhandel ziemliche Belebung zeigt, was aber natürlich auch massive Nachholeffekte sind. Auch im Juni beurteilten die Unternehmen im verarbeitenden Gewerbe ihre aktuelle Geschäftslage noch als sehr schlecht. Die deutsche Industrie ließ laut diesem Bericht die Talsohle der Corona-Krise im Mai hinter sich. Die industrielle Erzeugung expandierte im Vormonatsvergleich um gut 10%. Allerdings, und das muss man hier betonen, entspricht das nach wie vor nur etwa einem Viertel des vorangegangenen Einbruchs. Die Kfz-Hersteller mussten auf dem Tiefpunkt der Krise ihre Produktion beinahe vollständig einstellen. Naja, und wenn nichts mehr produziert wird und einen Tag später ein Auto und einen Monat später zwei Autos, dann hat es sich natürlich in dem Monat mit den zwei Autos ja schon verdoppelt. Statistisch schaut das in einer Grafik recht gut aus. Die Fertigung von Investitionsgütern ging gar um 32 satte Prozent zurück. Die deutschen Industriebetriebe melden eine Verringerung der Inlandsaufträge um knapp 25%.
Noch weniger Bestellungen gingen aus dem Euro-Währungsgebiet und Drittstaaten ein. Der Rückgang dort beträgt 35%. Der Order-Rückgang drückte die Bestellungen in der Automobilbranche gar um die Hälfte, wobei auch hier wieder es im Bericht heißt, als Folge der Coronavirus-Pandemie. Ja, so geht's weiter. Ich erspare Ihnen hier weitere Daten. Also schaut nicht gerade gut aus. Allerdings die Baubranche, die zeigt sich nach wie vor als ausgesprochen robust. Die Bauproduktion legte im Mai sogar ein bisschen, zwar minimal, aber um ein halbes Prozent etwa zu. Der Auftragseingang allerdings, der reduzierte sich um knapp 10%, und diese Auftragseingangsreduktion wird sich natürlich zeitverzögert auf die Bauwirtschaft insgesamt auswirken. Es ist ohnehin lächerlich zu glauben, man könnte die Bauwirtschaft losgelöst von allen anderen wirtschaftlichen Entwicklungen betrachten. Denn Kurzarbeiter und Arbeitslose investieren üblicherweise nicht in Immobilien. Ein Blick auf den Arbeitsmarkt. Die Kurzarbeit erreichte eine nie dagewesene Größenordnung. Von März bis Mai waren über 11 Millionen Menschen in Kurzarbeit. Die Arbeitslosigkeit stieg gegenüber dem Vormonat um 314.000 Menschen. Interessant, es wird hier im Bericht die Bezeichnung Personen gewählt. Abschließend zu dieser Schau auf die wirtschaftliche Entwicklung auch noch der Hinweis auf den IFO-Geschäftsklima-Index Juli 2020. Demnach hat sich die Stimmung unter den Unternehmen in Deutschland verbessert. Der Geschäftsklima-Index ist im Juli auf 90,5 Punkte gestiegen, nach 86,3 Punkten im Juni. Das ist nun der dritte Anstieg in Folge und das drückt eine zunehmende Zufriedenheit der Unternehmen aus. Sie blicken laut IFO-Institut vorsichtig optimistisch auf die kommenden Monate. Konkret hat sich die Stimmung im verarbeitenden Gewerbe deutlich verbessert. Dabei muss man wissen, dass der Geschäftsklimaindex im Grunde immer ein Hinweis auf künftige Entwicklung ist, weil hier etwa 9000 Unternehmensführer befragt werden, wie sie die Situation einschätzen. Und die Einschätzung hängt natürlich zusammen mit zukünftigen Erwartungen. Aber immerhin konnte die Kapazitätsauslastung im verarbeitenden Gewerbe von 70,4 auf 74,9% gesteigert werden, liegt damit immer noch weit unter dem langfristigen Durchschnitt von rund 83%, aber es hat sich etwas verbessert. Im Dienstleistungssektor ist der Geschäftsklimaindex sogar wieder im positiven Bereich angekommen. Auch im Handel setzt sich die Aufwärtsbewegung fort. Ja, das eine ist der Blick der Bundesbank auf das, was vor kurzem war. Das andere ist der Blick des IFO-Instituts in die nähere Zukunft. Es bleibt spannend. Abschließend noch ein Hinweis auf einen Kommentar zu meinem letzten Video, wo es ja auch um Edelmetalle ging. Es schreibt also ein Kommentator: Ich habe null Ahnung von der Edelmetallbörse, wo Werte hochspekuliert fallen, fallen diese Werte auch wieder, wenn Gesara oder Ähnliches kommt und jeder Mensch über die BITS-Entmachtung, also die Bank in Basel für internationalen Zahlungsausgleich, meint, eine Form von Bürgergeld kommt, wird es für unser Leben nächstliegendere Anliegen geben, mit unseren Guthaben umzugehen und so weiter. Ja, gut, ob Gesara kommt oder nicht, werden wir sehen. An Gesara glaube ich selber nicht, aber jeder kann glauben, was er will. Wenn überhaupt, dann könnte man von einem Nesara reden, vielleicht auch ein Bürgergeld. Ich habe da noch so ein bisschen Zweifel, wobei ich es nicht für schlecht fände, denn als ich hier im Hotel ankam und eincheckte, es ist eine dieser großen Hotelketten, es gibt ja leider kaum mehr inhabergeführte Hotels, die ich grundsätzlich immer bevorzuge, aber ich kam hier an der Rezeption an und die gute junge Frau an der Rezeption war mit ihrem Job in jeder Hinsicht überfordert. Hinzu kam eine unangenehme Unhöflichkeit. In solchen Fällen würde ich mir ein Bürgergeld oder Nesara wünschen, denn dann könnte man solche Stellen mit Leuten besetzen, die vielleicht wirklich auch irgendwas tun wollen, und dann musst du dich als Kunde nicht mit solch einer Inkompetenz
rumärgern. Also das wäre mit Sicherheit ein positiver Effekt. Damit will ich es aber heute beenden. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen eine gute Zeit. Wir freuen uns natürlich über einen Daumen hoch und bitte teilen Sie das Video. Wir freuen uns sehr über ein Abonnement, bitte mit Glocke, denn nur dann werden Sie verständigt, wenn wir neue Videos einstellen, wobei selbst das im Moment nicht so optimal funktioniert. Dennoch ist es besser als ohne Glocke. Und ich bedanke mich auch bei allen, die uns finanziell wieder unterstützt haben. Bis bald!